Hallo alle zusammen. So hatte sich der 23-jährige Levi Bliss aus Winnemucca, Nevada seinen Heiratsantrag sicher nicht vorgestellt. Während er vor seiner Freundin auf die Knie geht, mischt ihr Vater sich ein und unterbricht den wohl romantischsten Moment ihres Lebens. Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Der Bundesstaat Nevada im Osten der USA ist eigentlich bekannt für die Casino-Stadt Las Vegas, atemberaubenden Wüstenlandschaften und seine raue Natur. Genau aus diesem Grund hatte der College-Absolvent Levi sich diese Kulisse ausgesucht, um seine Partnerin Allison Barron um ihr Jawort zu bitten. Dabei hatte er die Rechnung allerdings ohne ihren Vater Jake gemacht. Der hielt sich nämlich mit einem Schild bereit, auf dem zu lesen war: Sag nein. Dem verwirrten Pärchen blieb nichts anderes übrig, als die Schwester der angehenden Braut zu fragen: Ist das wirklich wahr? Eigentlich hatte Levi alles genau geplant. Am Morgen erklärte er Allison, sie würden an einem gemeinsamen Frühstück beider Familien teilnehmen. Die war, wie sie selbst sagt, super aufgeregt. Während Levi dann das Auto in Richtung des angekündigten Treffpunkts steuerte, entdeckte seine Beifahrerin etwas an der Seite eines nahen Hügels. Heirate mich, hatten die natürlich eingeweihten Familien der beiden dort kurz zuvor mit weißen Papierblättern hingeschrieben. Während Levis langjährige Freundin die Tränen nicht zurückhalten kann, kommen die übrigen Familienmitglieder mitsamt des Hundes aus ihrem Versteck im Unterholz, um live dabei zu sein. Es war dieser Moment, den Jake Barron sich für seinen ultimativen Scherz ausgesucht hatte. Lachend erscheint er auf der Bildfläche, sein selbstgemachtes Schild über den Kopf haltend. Ein letzter Versuch, die Ehe doch noch zu verhindern. Nun kann wirklich niemand mehr ernst bleiben und Gelächter macht sich unter allen Beteiligten breit. Besonders brisant, Allisons Vater hatte dem unglaublichen Levi bereits im Vorfeld seine Absichten angekündigt. Dieser hatte es allerdings nie für möglich gehalten, dass er wirklich so weit gehen würde. Seine Verlobte zeigte sich hingegen wenig überrascht. Das sei ziemlich genau ihr Vater, kommentiert sie den Auftritt. Er finde so etwas ziemlich lustig. Böse waren die beiden ihm übrigens nicht, denn die beiden Männer sind gute Freunde und verbringen ihre Freizeit gerne zusammen. Unserer Meinung nach hat sich hier wieder einmal gezeigt, dass es fast nichts gibt, das mit ein wenig Humor nicht aufgepeppt werden kann. Auf diese Art hat das Paar aus Nevada nun eine Geschichte, die es noch ihren Enkeln mit einem Schmunzeln erzählen kann. Habt ihr etwas Ähnliches erlebt oder seid Opfer eines unerwarteten Streichs geworden? Erzählt uns doch davon in den Kommentaren. Wir sind gespannt. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.